Hallo und willkommen wieder mal zu einem neuen Video. Wie bereits von mir angekündigt, werden wir ein bisschen über Passat und Golf Taurus sprechen. Demnach fällt der hier vom Jaguar schon mal raus. Allerdings die Tachonadeln ganz schön. Die kriegt ihr hier bei dem Modell ganz leicht ab. Ich habe die vorher natürlich abgebaut. Kleiner Spaß. So, beiseite. Mal gucken, ob die auf den Golf passen, wie die aussehen und so weiter. Nicht wundern, wir sind hier gerade auf dem Wohnzimmerfußboden auf dem Teppich, weil auf dem Tisch ist nicht genug Platz für die ganzen Kombi-Instrumente. Schauen wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir noch ein Gehäuse. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Hier, das war ein Fund auf dem Schrottplatz. Das war nur die Platine ohne rückwärtigen Deckel. Hat aber ein Display gehabt, also haben wir das Teil für 25 Euro mitgenommen. Haben das Teil angeschlossen, haben gedacht, naja, mal schauen, ob es funktioniert. Auf die Idee, dass das gar nicht von VW ist, sind wir nicht gekommen. Das Teil war von Skoda. Habe ich mal getestet. Golfdampf funktioniert darauf nicht. Wenn ich den Datensatz vom Golf drauf mache, geht die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr. Ansonsten geht aber alles, so wie es aussieht. Dann zeigt er auch alles hier auf dem Display in Golfsprache an, so wie es der Golf tut. Allerdings ist das Display da oben dann rot und hier unten gelb. Ansonsten ist das Display beim Skoda irgendwie grundsätzlich gelb und nur bei Warnungen rot. Stehen da beim Einlegen in rot, einer Fahrstufe aus dem Stand, bla bla bla. Mit Golfsoftware eben nicht mehr, weil der Golf hat ja eigentlich die Lampe dafür, die der hier nicht hat. Demnach wird hier gar nichts angezeigt. Aber das steht auf einem anderen Blatt, damit beschäftige ich mich später, zudem ich hierfür auch kein Ziffernblatt habe, beziehungsweise keine Tachoscheibe. Habe schon mal überlegt, ob ich die einfach mal drauf mache da hier. Dann können wir mal schauen, wie das aussieht. Aber erstmal nebensächlich. Was interessant war, ist der da hier. Das ist ein Passat-Gehäuse. In dem Passat-Gehäuse war auch noch Passat-Innenleben drin, das jetzt momentan hier im Golfgehäuse drinnen ist. Mit einem FIS, welches ab 10 Grad überhaupt nicht mehr ablesbar ist. Ich blende auch noch ein Bild ein. Zu der Frage, passt das Ganze ins Golfgehäuse? Ja, das geht ohne Probleme. Allerdings hier oben seht ihr, Temperatur ist abgeschnitten, Grad Celsius ist abgeschnitten und Tank ist abgeschnitten und die zwei Kreise in der Mitte sehen doof aus. Darum jetzt der Plan. Linkes Teil vom Passat, rechtes Teil vom Passat. Die mittleren beiden hier vom Sport Edition Tacho schneide ich mir hier mal runter und guck mal, wie das Ganze aussehen würde. Softwaretechnisch die Frage, ob das funktioniert. Ich habe einfach mal einen Dump vom Golf drauf, so wie ich es auch bei dem Skoda Tacho probiert habe. Funktioniert auch ohne Probleme, also ich habe keinen Fehler. ABS-Lampen leuchten nicht, ESP-Lampen leuchten nicht, irgendwas anderes leuchtet nicht, wie man es im Forum liest. Aber es kann damit zusammenhängen, dass das ein Ken-Tacho ist und da das Problem vielleicht auch nicht auftritt. Vielleicht tritt das Problem, wie im Forum beschrieben, nur bei Nicht-Ken-Tachos auf. Ich habe den jetzt mal auf 0 Kilometer zurückgesetzt und werde den natürlich auch demnächst nochmal ein bisschen Test fahren und schauen, ob irgendein Fehler auftritt. Aber bisher sieht das alles gut aus, bis auf das dunkle FIS. Das werde ich natürlich auch noch austauschen. Da ist ein neues schon unterwegs aus China. Wird dann eingelötet, kostet 8 Euro ungefähr. Und dann sollte das FIS auch wieder funktionieren. Tempomat-Mod funktioniert, Staging funktioniert und so weiter. Das war eine Version 7, glaube ich, vorher softwaretechnisch oder Version 6. Ich hatte keine solche, also habe ich eine andere drauf. Habe dann die Kennlinien von einem Sport Edition, allerdings einem Benziner angepasst. Die ganzen Teilenummern blende ich euch sowieso unten im Video die ganze Zeit ein, dass ihr da auf dem aktuellen Stand seid und wisst, von was ich gerade rede. Der Plan ist jetzt auf jeden Fall wie folgt. Ich mag die zwei Tachoscheiben hier. Demnach kommen die hier in den Tacho rein. Ersetzen quasi die und die. Das mittlere Teil soll gleich bleiben. Und das ist dann der für den 1.6er, der aktuell im 1.6er auch drinnen ist. Hier auch interessant, die Drehzahl geht nur bis 7 und nicht weiter. Hier bis etwas weiter. Beim Diesel geht es ja auch etwas weiter als 5. Und einen solchen habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, warum das nicht bis 7.4 geht. Muss ich mal gucken, was es damit auf sich hat. Ob das vielleicht von einem Meilentacho ist oder irgendwas. Bin ich etwas überfragt. Hier haben wir noch ein paar Nadeln. Zu denen sei gesagt, auf dem Jaguar-Tacho passen die nicht, weil die zu kurz sind vom Schaft her. Die hier im Vergleich sind viel länger. Die passen auch auf den Golf-Tacho. Allerdings halten die nicht perfekt. Oh, hier sitzen die richtig stramm drauf, okay. Ich habe die gestern mal da hinten drauf gehabt. Na, das ist ja kurios. Die war gestern total locker. Naja, wir werden es ausprobieren. Bis gleich. So,
So, ich habe jetzt von dem Sport Edition Tacho hier das Teil runtergeschnitten, von dem Teil das Teil runtergeschnitten. Ich habe das Ganze hier geklebt, das überlappt auch noch ein bisschen. Habe aber geschaut, dass das Ganze hier jetzt gerade ist. Sollte soweit passen, denke ich, hoffe ich, glaube ich. Zeiger sind drauf, jetzt machen wir das Gehäuse zu und schauen dann nochmal, ob es dann wirklich gerade ist. So, wir sind jetzt hier im Golf, haben jetzt hier den Skoda Tacho mal wieder drin. Ich schalte jetzt gleich mal die Beleuchtung mit dazu, dann seht ihr, leuchtet grün. Das Display ist jetzt sehr schlecht ablesbar. Ich habe momentan den Fotosensor nämlich hier mal zugemacht. Wenn wir den abmachen, sehen wir, dass ein Text langsam erscheint. Wenn wir jetzt zu Lebern wieder ranmachen, wird das Ganze aber wieder dunkler. Schauen wir mal näher. So. Dunkel und heller. Wenn wir uns jetzt hier nochmal den SE-Tacho angucken, sehen wir da hier ein kleines Loch bzw. einen helleren Punkt in der Tachoscheibe für besagte Fotozelle, die ich euch am Skoda gerade gezeigt habe. Und dem anderen SE-Tacho hier genau das gleiche. Ich hoffe, ihr erkennt sie. Und beim Passat-Tacho ist dies nicht der Fall. Heißt, mit der Passat-Tachoscheibe kann es sein, dass eure Multifunktionsanzeige die ganze Zeit auf dunkel schaltet. Ist aber eigentlich auch ganz einfach, warum die Passat-Tachoscheibe das hier nicht hat. Weil die von einem Benziner ohne FIS kam. Heißt, ohne Display in der Mitte. Und ohne Display ist natürlich auch kein Helligkeitssensor verbaut. Aber durch das neue Display, was hier verbaut wurde, ist das trotzdem noch richtig gut ablesbar. Und theoretisch lässt sich die Helligkeit auch noch im Dump über den EEPROM erhöhen. Na sowas, Wegfahrsperre. Aber das ist ja normal. Nur warum piept das Ganze nicht? Airbag-Fehler. Ja, super. Wegfahrsperre. Naja, das liegt wahrscheinlich am nicht kodierten CAN-Gateway. Heißt, wir müssen den Fehler im Airbag-Steuergerät jetzt löschen, dass der Tacho weiß, dass ein Airbag-Fehler da ist, den wir auch aus dem Tacho noch löschen müssen. Aber wenn wir ihn aus dem Tacho nur löschen, ohne ihn aus dem Airbag-Steuergerät zu löschen, meldet das Airbag-Steuergerät dem Tacho wieder, dass ein Fehler da ist und dann ist er gleich wieder da. Oh Mann. So, wenn wir hier gerade schon mal dabei sind, hier jetzt die Jaguar-Nadel. Staging ist hier nicht aktiviert bei dem Tacho. Wegfahrsperre wird sich natürlich jetzt auch gleich noch beschweren. Airbag-Fehler kennen wir ja. Und wir sehen, oben Tankanzeige geht nicht hoch, Temperaturanzeige geht nicht hoch. Das liegt wohl daran, dass die Nadel zu groß ist und keinen Platz in dem Gehäuse findet. Beziehungsweise sich deshalb nicht bewegen kann, weil sie festgeklemmt wird. Ich mache nochmal das Gehäuse runter, Moment. So, weiter geht's. Gehäuse ist ab und jetzt funktionieren auch die Zeiger. Aber gut, dass das Ganze nicht ins Golfgehäuse passt. Heißt, Jaguar Tacho ist gerettet. Schauen wir mal, ob wir den im Golf lauffähig bekommen vielleicht. So, willkommen zurück. Wir sitzen hier jetzt wieder im V5. Mit dem Tacho, der in den 1.6er soll. Fehler vom Airbag gelöscht, Fehler vom Tacho gelöscht. Und jetzt noch eine Stellglied-Diagnose, um zu gucken, ob die Zeiger ordentlich sitzen. Oder ob ich an der Kennlinie irgendeinen Mist gemacht habe. Oder. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt fährt er einmal von 0 bis Ende. Danach sollte er sich auf die 30 setzen. Perfekt, als hätte ich es abgemessen. Ne? Nächstes mit der Temperaturanzeige. Er fährt dann auch gleich wieder in die Mitte auf die 90. Zur Stellglied-Diagnose, ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einem anderen Video erklärt habe. Das passt auch. Geht ihr einfach mit VCDS bzw. eurem Diagnoseprogramm in euren Tacho, in euren Schalttafeleinsatz, Kombi-Instrument, wie auch immer das Ding heißt, Nummer 17 auf jeden Fall, und wählt dann die Option Stellglied-Diagnose aus. Das ist die Option 03. Das sieht auch gut aus. Und da geht ihr dann eben einfach alles durch. Jetzt bei der Geschwindigkeit geht er auch wieder von 0 auf komplett hoch und danach auf die 100, soweit ich weiß. Na, das passt doch auch. Vielleicht noch eine minimale Abweichung, aber wenn ich den jetzt nochmal aufmache und nochmal dran drehe, es wird meistens schlimmer. So, Segmenttest, der sollte vollständig in Ordnung sein, nachdem das Display da hier erst 2000 Kilometer drin ist.
Das ist ein chinesisches Display natürlich, weil es von VDO keine Originalen einfach so gibt. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Bezugsquellen gibt, aber ich habe nach längerer Recherche keine gefunden. Was schade ist. Auf eBay auch häufig gelesen, dass es gegen ein Original-VW-Display getauscht wurde, wenn ein Tacho verkauft wird. Das ist eigentlich Quatsch, weil VW verkauft das Display nicht einzeln. Entweder, ja, egal, keine Theorien hierzu. Ihr erkennt auch gut die chinesischen Displays daran, dass die mehr spiegeln und bei Lichteinstrahlung so einen Metallschimmer haben. Das haben die Originalen nicht und die Originalen sind matt. War bei dem eBay-Angebot auch so, also es war ein glänzendes Display. Demnach kann er mir nicht erzählen, es ist ein originales VDO-Display gewesen. So, Segmenttest, Wegfahrsperre leuchtet, Handbremse leuchtet, Gurtwarner leuchtet, der Gong-Gong, der Summer summt gleich. Ich hasse dieses Geräusch. Und fertig. So. Funktioniert. Wegfahrsperre blinkt natürlich, weil das hier für einen grünen Golf, für einen 1,6er gedacht ist. Demnach kommt der Tacho jetzt auch wieder raus. Und erstmal wieder der mit der Passat-Elektronik rein, der jetzt so ein bisschen Test gefahren wird. Danach kommt wieder meiner rein und wenn die Kilometer wieder angepasst, dass die gefahrenen Kilometer, die ich mit dem Passat-Tacho gefahren habe, dann auf meinem stehen. Ich habe euch vorhin von der Fotozelle erzählt, die das Umgebungslicht misst und die Helligkeit der Multifunktionsanzeige in der Mitte anpasst. Passatscheibe hat eben diese Fotozelle dort nicht, weil die Scheibe von einem Passat ohne Multifunktionsanzeige kam. Jetzt ist allerdings die Scheibe hier verbaut. Die Fotozelle ist direkt unter diesem Punkt hier unten und dennoch ist das Display dunkel wie Sau. So wird es besser, aber immer noch nicht optimal. Also ist auf jeden Fall das Display kaputt und es liegt nicht nur an der Tachoscheibe. So, nochmal eine stellige Diagnose hier vom anderen Tacho. Das ist jetzt das Passat-Innenleben. Das Problem ist, dass die Kennlinien noch nicht angepasst wurden. Also Drehzahl und Geschwindigkeit ja. Aber wie ihr seht hier, Temperatur ist ganz schön im Off. Mit 140 Grad heiß. Beim Tank leider nicht besser. Das heißt, wir müssen unsere Kennlinien noch von einem SE-Tacho, einem 1J5er, übernehmen. Und dann sollte das Ganze passen. Die für Geschwindigkeit und Drehzahl habe ich ja wie gesagt schon übernommen. Aber die anderen zwei sind wohl auch noch nötig. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal angepasst und von einem 1J5er Sport Edition Tacho die Kennlinie für Temperatur und Tank übernommen. Und das sieht doch schon weitaus besser aus hier oben. Na wunderbar. Jetzt ist gleich hier bitte nochmal mit dem Tank und dann bin ich glücklich. Na, perfekt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Ich habe euch das ja vorhin mit der Fotozelle erzählt, die Umgebungslichttemperatur, was rede ich denn hier?